Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen aus Porto. Champions League Finale ist angesagt. Heute ist der erste Vlog. Es stehen so viele geile Sachen an. Ich zeige euch erstmal mein Hotelzimmer. Hier, Koffer natürlich auch schon gepackt. Die Champions League Trophäe ist am Start. Boah, sieht die geil aus. Die ist einfach so nice und richtig schwer. Das gute Stück habe ich ja auf Instagram verlost. Apropos, Leute, ich habe euch noch gar nicht mein Tattoo gezeigt, ne? Schaut mal. Ist gerade ein bisschen schwierig zu filmen, aber hier auf jeden Fall Messi am Start. Kameras natürlich mitgenommen und Laptop. Hier abends werde ich dann die Videos schneiden. Messi Nemesis Schuhe auch noch am Start. Und hier noch das Badezimmer. Ist auch auf jeden Fall fresh. Und die Dusche. Visca Barça. Und ja, hier seht ihr es auch nochmal. Oh, hier ist besser ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Spiegel verkehrt. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal gleich zum Fußballplatz. Ich habe seit einem halben Jahr den Ball nicht berührt und wir spielen mit der Fußballlegende Deco. Let's go! Der obligatorische Bettsprung darf eigentlich nicht fehlen, ne? Ihr glaubt gar nicht, ich freue mich so einfach wieder unterwegs zu sein, für euch zu vloggen, geilen Content zu machen und ja. Ja. Zieht euch das rein, wie unfassbar schön das hier ist. Das Meer natürlich auch am Start schon. Vielen, vielen Dank erstmal auch an Gazprom Football für die Einladung. Ich bin so hyped. Wir sind jetzt angekommen bei der Location. Schauen wir uns jetzt erstmal den Platz an. Oh mein Gott, ist das heftiger Kunstrasen. Das ist ein kleines Ministadion mit einer Tribüne. Da ist bestimmt gleich Essen noch aufgebaut. Geil, Mann. Mitten in Porto einfach. Oh yeah, da sehe ich mich doch. Ja, Digga. Felix von den Free Kickers ist auch am Start. Ole! Jawoll! So, Bro, was geht? Übrigens, Leute, PCR-Test, Schnelltest, alles. Wir sind alle getestet, kommen gerade vom Zentrum. Ich freue mich mega, das wird geil. Wir sind mitten in Porto, geiler auf einmal Platz. Fußballplatz. Ja, Mann. Überall liegen schon Champions League Plätze. Ah, Digga, was für Plätze? Bälle meine ich. Geil. Daniel Freestyle ist auch wieder am Start. Wir waren letztes Jahr ja schon zusammen in Lissabon. Oh yeah. Aber der Bewegung kennst du nicht aus, Felix, ne? Die Legende Deco ist hier schon am Start. Deco, ¿qué crees que quién va a ganar la final de la Champions? Yo lo que quiero es que gane el Chelsea. Que además jugué en Chelsea. Claro. Pero será difícil porque el City está jugando a un gran nivel. Pero el Chelsea se conoce mucho, ¿no? Porque están acostumbrados a jugar en contra. Por eso no creo que hay favoritos. Deco wird auf Daniel passen, dann Daniel auf Marty von Free Kickers, dann auf mich, dann ich auf Felix und Felix liegt ab für Deco. Let's go. Ole! Oh mein Gott, Leute! Jetzt wird Deco noch drei Freistöße schießen. Martin, Felix und ich werden ihm aber sagen, wo er hinschießen soll. Also, wer will starten, Jungs? Zum Aufwärmen. Oben links steht der Ball perfekt. Okay, deswegen. Okay. Para empezar, Deco. Arriba, izquierda. Arriba, sí, sí, sí. Casi, casi. Segundo, derecha, abajo. Rechts unten jetzt. Beim letzten muss er nochmal beweisen, rechts oben. Arriba a la derecha. ¿Cómo fue antes? A veces tú has discutido con Ronaldinho, ¿quién va a hacer? Geil. Oh. Drin? Ach so, oh mein Gott. Ich habe einfach gerade das Elfmeterschießen gewonnen. Hier seht ihr die Highlights. Wow! He's already out! He's gone! Wir müssen Freaky Gast drin bleiben, oder? Du musst das Ding jetzt holen. Oh, hey. What a penalty! Ja, so wie Frühstücksbrötchen, oder? Let's go, Mike! Ja! Yeah. Jetzt kommt die Legende, ich bin gespannt. Deco! Oh. Why it's so far away? Oh. Felix und Daniel yeah. sind draußen, das heißt, zweite Runde, noch drei Spieler. Nein! Das kann doch nicht sein. Okay, jetzt müssen einfach nur alle auch nicht treffen. Oh, okay. Yeah, Antoine, if you miss, yeah. it's over. Oh! Best one! That was a penalty. Jetzt das große Finale, Antoine gegen Deco. Wer holt sich die Porto-Krone heute? Oh!
Okay, matchball, right? Anton, if you score, you win. Yes, I said it. And there's absolutely no prize, so it doesn't really matter. Come on! Congrats! Winner! Mega viele Fußball-YouTuber weltweit am Start. Hier sind auch. Nein, dich habe ich schon. Da sind auch die Jungs von FC Freestylers. Wir haben auch gerade eben ein nices Gruppenbild gemacht. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Champions League Finalstadion von Porto. There's the stadium already, right? Yes. I can go around if you want. Aber krass, dass man so von der Seite schon so quasi reinschauen kann, ne? Das Stadion ist 2003 erbaut worden, damals für die EM 2004, also ist gar nicht so alt. Ich muss jetzt hier ein paar Sachen unterschreiben für die Akkreditierung, wahrscheinlich, dass man halt negativen PCR-Test hat und so, ne? Hier habe ich schon mein Badge bekommen, hinten steht noch Istanbul drauf, ne? Wurde ja zweimal verschoben, letztes Jahr und dieses Jahr nach Portugal. Junge, das wird so nice! Yeah. Nice, nice, nice! Alles ist hier schon Champions League gebrandet. Champions League wieder. Wir sind hier gerade noch an der Ampel und man kann einfach komplett ins Stadion auf die Tribüne schauen. So habe ich das auf jeden Fall auch noch nicht erlebt. Das Zuhause von FC Porto. Alleine 5000 Mitarbeiter sind nur für das Organisatorische beim Finale zuständig. Und das, obwohl nur ca. 10.000 Zuschauer zugelassen sind. Ah Leute, jetzt habe ich es gecheckt. Das ist nur die oberste Tribüne. Das heißt, es geht richtig weit runter. Denkt ihr, die Leute, die da oben wohnen, können einfach auf den Rasen schauen? Die letzten Stufen. Okay, wir können gleich reinschauen. Die Media Tribüne da hinten. Hier werden dann natürlich während den Spielen Getränke und Essen verkauft. So, der erste Blick ins Stadion. Oh mein Gott. Oh. Thank you. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ist das Stadion schön. Gönnt euch einfach mal diese Optik. Wahnsinn! Wir haben jetzt einen Tag vom Spiel. Hier sind auch schon mega viele Leute am Arbeiten. Ne? Die ganzen Presseplätze sind belegt. Diese Aussicht hat man auch von hier in die Stadt Porto hinein. Chelsea versus Manchester City. Hier sind auch schon Goodiebags und so bei den Sitzen verteilt für morgen. Das ist wahrscheinlich eine Fahne. Und ich vermute, es wird immer ein, zwei Plätze dazwischen frei sein. Die Autobahn sieht man von hier auch schon. Von uns werden hier auch die ganze Zeit so professionelle Aufnahmen gemacht. Übrigens, Seiten auf Sifra darf nicht fehlen fürs Finale. Wie wild sind, by the way, diese Boxen? Da ist einfach so ein Sofa drinnen. Da kannst du von dort aus chillen und das Spiel genießen. Jetzt geht's aber runter zu den Katakomben. Wir werden genau am Rasen gleich stehen. Und in 20 Minuten beginnt auch schon das Abschlusstraining von Manchester City. Ah, da hinten ist schon der Mannschaftsbus von Manchester City. Letzte Kontrolle, bevor wir am Rasen sind. Amos. Obrigado. Oh yeah, baby. Oh mein Gott, Leute, ich klasse es nicht, Digga. Ich bin so glücklich. Hier wird dann Havertz und Co. morgen hoffentlich geile Ecken reinballern. Da ist das Main-Tor, sind noch ein paar andere aufgebaut, jetzt gleich fürs Abschlusstraining. Da werden schon die Hütchen platziert von den Co-Trainern. Boah, Leute, gönnt euch mal diese fette Kamera. Ich will es jetzt nicht anfassen, aber so bewegt er die wahrscheinlich dann immer von links nach rechts. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was denkt ihr, wie geht das Champions-League-Finale aus? Ich werde ja auch einen zweiten Vlog von hier hochladen, vom Matchday dann. Einfach hinter den Toren? Geil. Wahnsinn. Das ist mit Abstand der schönste blaue Teppich, auf dem ich entlang gelaufen bin gerade eben. Genau auf der Höhe von der Linie stehe ich gerade. Um den Henkelpott geht es, wenn ihr das Video heute seht. Wahnsinn, was ist das für ein Hintergrund, Leute? Finale in Porto im Estadio do Dragão. An die Portugiesen unter euch, habe ich es gut ausgesprochen oder nicht? Hoffentlich ist dieser Kerl bald auch wieder im Finale. Stangen, Bälle, alles schon präpariert für das allerletzte Training. Anton hat die Ideen für geile Aufnahmen und dann wird's nachgemacht, ne? Ja, ja, ja. Sprenkleranlagen wurden gerade eben auch schon angemacht, das heißt, die Spieler kommen gleich. Schaut mal, wer da hinten ist. Pep Guardiola. Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich für beide Mannschaften freuen. Einerseits für Pep, andererseits natürlich auch für Kai Havertz. Wird ein geiles Finale. Phil Foden ist da schon am Start mit den grünen Schuhen. Guardiola macht auch ein paar Juggling Skills. Von hier werden wir jetzt das Training anschauen. Die Jungs wärmen sich gerade auf. Ah ja, da hinten rechts ist Kevin De Bruyne, macht gerade eine Dehnübung. Gündogan ganz rechts am Start mit dem blauen Leibchen. Und neben ihm Sergio Aguero. Sein letztes Spiel für Manchester City heute. Und wahrscheinlich danach geht's zu Barca. Mahrez gerade am Ball, dahinter noch Mondi. Aguero! De
De Bruyne, ja, auf den wird es auch morgen krass ankommen. Schöne Annahme, ne? Müsste Mahrez sein. Ronaldinho und... Das war's für den heutigen Vlog. Morgen kommt dann das zweite Video aus Porto. Lasst auf jeden Fall die Likes und Kommentare sprengen, damit wir es wieder in die Trends schaffen. Ich küsse eure Herzen, Leute. Danke für den Support. Vergesst nicht, eure Tipps in die Kommentare zu schreiben. Bye, bye.